Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir laden das erste Mal in den Spielstand wieder hinein, nachdem es die neue Version 3.0 gibt. Da wollte ich euch ein bisschen mit dabei haben als moralische Unterstützung. Denn es gibt viel Neues. Ah, wir sind hier oben in dem Dorf. Genau, wir wollten ja in die Bergwerk hinein. Genau. Und noch Leute rekrutieren. Denn es gibt viel Neues. Und zwar, na gut, auf der Karte gibt es jetzt nicht so viel Neues. Hier oben gibt es nach dem nächsten Jahreszeitenwechsel Pferde zu kaufen. Denn Lothar der Erste. Lothar 1 the Brave. Wie ich das kenne? Fällt mir das erste Mal auf, dass da irgendein Königsname steht. Egal. So, neutral. Das ist doch auch neu, oder? Dass es hier einen Lothar den Ersten gibt und dass der uns neutral zu Gesichte steht. Egal, das könnte natürlich sein, dass ich das immer überlesen habe, weil mich das nicht so interessiert hatte an der Stelle. Egal, gut. Es gibt neue Gebäude. Hier meine Leute sind immer noch ganz friedlich mit mir. Das finde ich schon mal ganz gut. Die Felder sind noch besät, Technologien. Und da müsste es irgendwo hier den Pferdestall. Da ist der Pferch. Küche, Kuhstall, Stall. Der Stable. Der ist neu dazugekommen. Und da kann man sich dann Pferde halten. So, das dauert natürlich noch ein bisschen. Aber na gut. Okay. Aber das ist jetzt auch neu. Und es gibt halt eben bei den Tieren die Möglichkeit, dass sie männlich und weiblich sein können. Müssen wir ganz kurz mal Management. Bei den Tieren gucken. Wir haben jetzt hier zwei Hühner. Zwei Hennen. Kein Hahn und hier mal Schwein, Schwein, Schwein. Und die haben jetzt ein Alter und die sterben auch an Altersschwäche. Aber sie vermehren sich wohl auch und man kann sie auf dem Markt verkaufen. Also zum Verkauf markieren. So, gucken wir hier, wenn wir uns mal Details angucken. Geschlecht männlich, Bereitschaftsstatus irgendwas. Keine Ahnung. Zurück. Heizanzeigen auch männlich. Hm. Herzanzeigen. Auch männlich. Wir haben nur männliche Schweine. Naja, da wird es mit dem Nachkommen ein bisschen schwer. Und wir haben hier nur weibliche Hühner. Das könnte auch schwierig werden. Ich durch eine Lebensdauer 6 Jahre. Okay. Wie lange lebt so ein Schwein? 18 Jahre. Oh, so lange hin. Also 18 Jahre ist noch eine ganze Weile hin. Gut. Wir sind in. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind in Branica, ne? Ja, genau. Baranica, so. Branica ist ja da. Wir haben es versucht, jemanden zu überzeugen. Das hat, glaube ich, nicht geklappt. Dann müssen wir mal weiterlaufen hier in die Richtung. Und dann kommen wir gleich nämlich an unserem Schuppen dran vorbei. Das, wir haben die Nacht durchgemacht, ne? 5 Uhr ist es jetzt. Habe ich noch was für Händlerwaren eigentlich im Inventar? Ich glaube, ja, ne? Ja, ich habe die ganzen Pilze noch dabei. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das oben bei Dings zum Verkauf kriegen. Warte mal, wo sind wir jetzt hier? Ah, wir gehen mal den Weg lang. Die Zeit haben wir noch. So. Und dann können wir Eisen abbauen. Das ist ja quasi das. Ne, das war ja klar. Dass mir hier der Bär über den Weg läuft. Eieiei. Gut, dann haben wir jetzt hier einen Bären. Na gut, das macht wach am frühen Morgen. Denn es ist, na gut, frühen Morgen, aber es ist kurz nach dem Aufstehen. Frühen Morgen will ich nicht sagen, es ist 11 Uhr gerade. Aber an Weihnachten kann man ja auch mal ein bisschen länger schlafen. Also wir haben heute hier, also ich habe heute bei mir den zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber Weihnachten gut überstanden, ich hoffe ihr auch. Und konntet dann, und habt reichlich Geschenke bekommen und ähnliches. Wenn uns mich jetzt hier jedes Mal dieser Bär aufwartet, das fände ich nicht so cool. Aber gut, was ist das? Ist nun mal so, ne? Vielleicht ist das ja auch neu, dass an jeder Höhle quasi ein Bär mal wartet. So, ich hoffe, ich habe mir Essen in die Truhe gelegt. Da war ich eigentlich
Ja, habe ich. Okay, dicke Suppe habe ich. Dann nehme ich mal zweimal dicke Suppe rüber. Die werde ich mir dann mal gleich inventarmäßig einverleiben. Zweimal dicke Suppe. So, dann pappen wir das Fleisch erstmal raus. Zehnmal Fleisch gab's, Federn, Pelz gab's fünfmal und zehnmal Leder gab's. Lebenden Wurf habe ich auch noch bei. Okay, brauche ich noch auch nicht. Stöcker brauche ich erstmal auch nicht. So. Den hölzernen Hammer brauche ich nicht. Steinaxt brauche ich nicht. Ich brauche aber die Spitzhacke. Dann nehmen wir erstmal die kleine mit und die große nehmen wir beide mit. Wir gehen ja sowieso erstmal hacken und dann gehen wir mal ganz kurz ins Dörfli da hinten, ob da einer mit mir handeln will. Jetzt sollte es ja früh genug sein, dass ich die ganzen Pilze los bin. Zweimal Essen, denke ich, sollte noch ausreichen für die nächsten Tage. Mein Ausdauerstand ist zu niedrig, um zu gucken. Aber hier, das Feld sieht auch gut aus, ne, was sie hier gemacht haben. Also so kann man natürlich auch leben, ne? Einfach so ein kleines Dörfchen, dann kann man alles vielleicht sich alleine machen. Vielleicht hätten wir auch so ein bisschen noch anfangen können, aber gut. So, da ist auf jeden Fall eine Händlerin. Hallöchen, na? So, du hast auch eine Quest für mich. Das machen wir gleich noch. Erstmal zeigst du mir mal deine Waren. Tunika, Flachs, Leinenfaden. Ach, du bist aber auch. Ein Beutel hat sie dabei. Einfach Rucksack, einfach kleiner Rucksack, einfache Tasche. Okay. Aber ich möchte dir ein bisschen was zum Essen verkaufen. Alles, was meine jungen Mädels gesammelt haben. Fliegenpilz bringt nicht ganz so viel Geld. So, das war's dann eigentlich auch schon. Noch irgendwas? Große Tasche, die schon? Nee. Ich habe eigentlich nichts mehr, was ich noch verkaufen wollen würde. Gut, das hat funktioniert. Dann machen wir noch etwas. Ja. Wird jetzt gehen, auf Wiedersehen. Oh, da ging jetzt gerade im Hintergrund Licht an. Das sah gut aus. Wir machen mal. Achso, schnell speichern ist ja da. Echt gut aus, ne? So. Hey, halt. Ich jetzt schnell gespeichert? Ach, Schande, jetzt habe ich das hier schon. Habe ich schnell gespeichert. Kann ich dir bei was helfen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt schon kaufe. Warum denkst du da dran? Ein anderes. Was? Warum? Du denkst doch nicht etwa daran, etwas in dem anderen Dorf zu kaufen, oder? Du scheinst den Wettkampf nicht zu mögen. Hä? Was? Was ist los? Wo läuft das drauf hinaus? Es ist nur eine professionelle Rivalität. Ich stelle die besten Produkte unserer Region hin. Vielleicht sogar des ganzen Landes. Sag, wärst du daran zu interessieren, mir zu helfen, das zu beweisen? Es kommt drauf an, was du möchtest. Ich gebe dir meine neueste Arbeit, die ich gerade gecraftet habe. Du gehst ins andere Dorf und zeigst sie der Betrügerin. Sag ihr, dass es das Beste ist, was du je gesehen hast. Aber was ist das andere Dorf? Ich meine, hübsche Augen machst du mir, aber sonst. Ich wüsste nicht. Na komm, kann ich ja machen. Okay, großartig. Ende des Dialoges. So, wo muss ich jetzt hingehen? Nähe mich. Quest nähe mich. Journal nähe mich. Liefere Mathildas edle Schuhe. 30 Dynastie. Deal. Mathilda soll ich. Rivalitätsunternehmerin, die sitzt doch da. Wow. Mann, dann, auf geht's. Liefern wir das mal ab. Halt, ich spring mal ganz kurz hier noch ins Wasser. Trinken mal einen Schluck. Kann ich hier jetzt hopsen? Ich hoffe. Dann geht denn erstmal das Trinken los. Einmal hier schön in den Bach. Nee. Wieder zu viel Cyberpunk gespielt. Trinken, so. Und dann geht das hier einmal querfeldein durch. Was tut man nicht alles für Dynastiepunkte? Ich brauche ja noch ein paar, damit ich die letzte Quest doch fertig habe. Ich weiß gar nicht, ob die ob das mit der, das können wir auch noch mal ganz kurz gucken, ob sie da schon was geändert hat.
Okay, jetzt haben wir aktuell 30, das Limit. Aber wir haben ja noch diese Quest hier. Auf 40 Gebäude. Okay. Dann kann man 40 Gebäude machen. Das ist natürlich... Das ist doch mehr geworden. Das war nicht vorher bloß 30. Da ist so ein Bison. Wir müssen sowieso an dem Weg entlang, theoretisch. Weil wir ja sowieso übers Wasser irgendwo müssen, ne? Mein Dorf eigentlich, es müsste da weiter sein, ne? Und das von hier? Ah, die Holzhütte, ne, die Dingshütte habe ich gesehen. Diese Steinhütte. Nur mal in die Richtung. Da erkennt man im Schatten und da sind meine Dörfer, meine Häuser alle. Ah, schön. Sieht man. Wäre irgendwie cool, wenn die im Winter sozusagen noch, oh, ich weiß gar nicht. Achso, Brennholz? Hm. Weiß ich auch nicht, ob ich damit da noch genügend von habe. Aber das werden wir sehen. Wenn da jetzt regelmäßig Rauch aufsteigen würde, ne? Das wäre irgendwie auch cool. Also aus unseren Häusern, die wir da gebaut haben. Na ja, gut. Aber das sind so Kleinigkeiten, ne? So. Dann gehen wir mal zu der Näherin hin und sagen, dass das das Beste ist, was ich je gesehen habe. Und dann kriege ich wahrscheinlich von ihr ein paar geklatscht oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das nicht so nett findet. So. Dann mal wieder einmal über die ganze Karte. Ne? Wenn wir jetzt ein Pferd hätten und reiten könnten. Ah. Bin ich auf dem richtigen Weg ja nicht? Ja, ich bin auf dem richtigen. Noch nicht auf dem Holzweg. So, langsam gehen jetzt, damit wir ein bisschen mehr Ausdauer wieder haben. Was man nicht alles tut für Dynastiepunkte. Hätte natürlich auch der Einfachheit halber sagen können, die will ich nicht, aber naja. Krieg ein paar Punkte und die brauche ich. Und vielleicht haben wir ja hier oben auch noch irgendwie eine kleine Quest, die wir dann mitnehmen können, die uns zurückführt. Da laufen ein paar Füchse quer. Jagdpunkte haben wir ganz gut gekriegt. Aber das mit dem König ist doch auch neu, oder? Ich meine, ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Da rennt ein Wildschwein rum. Dann weg von mir. Besser. So, jetzt müssen wir hier mal zu dieser Näherin hingehen. Wie denn? Hupsasser, womit kann ich dir helfen? Ein Näher aus einem anderen Dorf verbat mich herzukommen und was möchte sie? Ist das ein Trick? Nicht ganz. Sie wollte, dass ich dir etwas zeige, das sie hergestellt hat. Hm. Das ist gut, aber nicht zum Vergleich zu meiner Arbeit. Geh, zeig sie ihr, sag ihr, dass sie viel schöner ist als ihre. Hm. Weiter. Wenn du willst, kannst du es danach behalten. Okay. Okay. Warte mal, wenn ich schon mal hier bin, ne? Ich bräuchte noch einen Holzfäller. Mal. Nicht unbedingt. Wie, von den beiden? Na gut, der hat mindestens überall zwei. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist dir in letzter Zeit ergangen? Das hat schon gut funktioniert. Wie ist dir in letzter Zeit ergangen? Wunderbar. Habe ich noch ein Haus frei? Aber ein Haus habe ich noch frei, ne? Zack. Gut, wir sehen uns dort. So. Hoffe, dass ich jetzt noch ein Haus frei habe. Ich meine ja, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Management. F. Haus zuweisen. Ja, ist noch eins. Sehr schön. Gut. Arbeitsplatz zuweisen. Und da gehst du mir mal in die Holzschuppen. Hinein als Holzfäller. So. Ist zwar nicht so seine ganze Passion, aber da wird schon noch was draus werden aus ihm.
Und jetzt müssen wir noch zwei Damen, können wir jetzt noch davon überzeugen, ja zu uns zu ziehen, damit die kriegen wir dann auch noch irgendwo und dann irgendeinen Job. Vielleicht machen wir da auch Feldarbeiter. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken im Management, Gebäude, Holzschuppen 2. Das ist 2,1, 1 und das, okay. Und Holzschuppen, der hier hat auch 1 pro Stunde. Okay, das ist also ziemlich gleich aufgeteilt mit der Produktivität bei den Leuten. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben aber 6,6 Nachfrage pro Stunde und machen nur quasi 2 Brennholz pro Stunde. So ein bisschen müssen wir noch selber machen. Aber gut, wir haben einen neuen Dorfbewohner, der sich mir erstmal im Weg stellt. So, kann ich dich auch? Nee, mehr haben wir hier nicht. Okay, gut. Dann geht's ab. Der kann zu mir ins Dorf. Ich muss wieder zurücklaufen zu der anderen Tante. Und der zeigen, dass sie irgendwelche tollen Fellhandschuhe hier gemacht hat. Und die auch ganz super doll sind. Naja. Was tut man nicht alles, ne? Hab ich da jetzt eigentlich gekriegt? Warte mal, ich muss mal ganz kurz in mein Inventar gucken. Hier, irgendwelche Pelzhandschuhe habe ich gekriegt, ne? Eine Pelzhaube habe ich gekriegt und edle Schuhe habe ich dabei. Okay. Dicke Lederhandschuhe, aber die mir noch ein paar Handschuhe gegeben. Fellstiefel? Nee, die hatte ich vorher auch. Hm. Na gut. So, guck mal hier, da der Fuchs, wie er da steht. Schön sieht er aus, ne? Hallo Füchschen, na? Fuchsi, Fuchsi, Fuchsi. Erfolgreich Fuchsjagd. Zack. Gab's Fleisch und Pelz. Der lachende Fuchse. Wisst ihr noch, die mich am Anfang ausgelacht haben, wo ich die versucht habe, mit den Speeren zu erschlagen und abzuwerfen. Ah, das war schon hart. Naja. Aber jetzt sind wir ja besser und routinierter, was die Jagd angeht und haben natürlich einen guten Bogen. Und das ist natürlich auch viel. So. Wie Kohle habe ich eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Muss mal gleich mal gucken, wie viel Kohle ich habe. Das wollte ich nochmal ganz kurz rausfinden. Das ist hier Technologie. 1400. Könnte für die Steuer knapp werden, ne? Müssen wir mal gucken, was wir noch verkauft kriegen. Vielleicht muss ich dann noch ein paar Dingshüte machen. Ein paar Pro-Hüte oder sowas. Damit ich die Steuern bezahlt kriege. Naja, mal gucken. Im Frühjahr ist ja sowieso große Ernte vom Roggen. Da kriege ich erstmal jede Menge Stroh. Dann kriege ich auch jede Menge Roggenkörner. Das ist dann ja auch schon mal viel wert. Ah, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So. Mein Dorf von hier nochmal. Ein Häschen läuft hier lang. Dann haben wir einen weiteren Holzfäller. Das ist doch aber auch. Einen weiteren Holzfäller. Nee, oh, jetzt sind wir irgendwo falsch gelaufen, ne? Ja, wir sind falsch gelaufen. Naja. Ein Schwein will ich jetzt nicht, kann ich nicht kaufen, damit ich das Geld für. Also theoretisch könnte ich ja bei jedem Schwein kaufen. Was ist das denn da? Anlauf? Das ist denn schon so gut zu sehen von hier? War nicht erwartet. Das ist der einzelne Hof, wo wir jetzt waren, wo die Näherin drin sitzt. Weiß nicht, ob ich jetzt hier einfach so durchs Wasser komme, aber ich hoffe mal. Schon ziemlich steil bergab. Das ist doch nicht das Dörfli, oder? Ist das das? Was anderes. Das ist hier die Siedlung. Ah. Kleine Siedlung ist das. Hier war ich ja noch nie. Hier war ich ja auch noch nie. Stimmt. Was macht er denn da? Okay.
Hier war ich ja auch noch nie. So, wer wohnt denn hier so Schönes? Raimund? Hallo Raimund. Sieht was aus. Ein Kenner, ne? Schönes Wetter heute. Ein Moment Zeit. Schönes Wetter heute. Zwei Moment Zeit. Jagd eingestiegen, hilft auch. Gut, zeig mir deine Waren. Okay, Fleisch, Dünger, Roggenkorn und Stroh und Tierfutter kriege ich von ihm. Okay, auf. Auch kein Hafer. So, wer ist sie? Könnte ich anheuern. Wäre eine gute Crafterin. Oh, guck mal, hier kann man Schweine kaufen, sehe ich. Okay, Jaromira. Hast du einen Moment Zeit? Adlige? Oh, das hat doch richtig geholfen. Nein? Sehr gut. Gut, wir sehen uns doch. So, jetzt habe ich hier eine neue Bewohnerin. F. Auszuweisen. Einfaches Haus. Arbeitsplatz zuweisen. Was nehmen wir denn als erstes? Also sie ist eine gute Crafting-Tante. Eigentlich könnte sie dahin. In die Scheune. Oder in die Näherei. Aber da gibt es jetzt erstmal noch keine großartigen Crafting-Anweisungen. Theoretisch könnte sie Strohhüte machen. Stroh müsste es ja geben. Ich weiß nicht, ob ich in die Näherei das Stroh schon wieder reingeschmissen habe. Ja, Schmiede habe ich auch nichts. Grabungsschuppen? Nee. Holzschuppen ist voll. Lebensmittellager, das sollst du dann später mal verkaufen. Das brauchst du nicht. In der Scheune theoretisch. Aber da ist auch gerade nichts zu tun. Bleibt ja bloß noch die Näherei, ne? So viele Jobs habe ich gar nicht mehr. Naja, dann kommt es erstmal in die Näherei. Als Näher. So, dann müssen wir mal ganz kurz. Technologie. Ne, warte mal. Management. Gebäude. Die Näherei. Hat momentan welchen Job? Gar keinen. Da hat es keine Ressourcen zu. Okay. Keine Ressourcen zu. Hat also kein Stroh. Kostet 3 Leder. Leinengewebe. Können Sie denn Leinengewebe machen? Okay, dann lassen wir mal ein bisschen Leinengewebe machen erstmal. Wenn nicht allzu viel wird es schafft, okay. Gut, dann lassen wir da erstmal dran arbeiten. Quatsch. Auf Wiedersehen. So. Und hier gibt es Ferkel zu kaufen, ne? Aber die sind noch mit. Oh, Ferkel weiblich 900. Ein weibliches Ferkel. Würde ich natürlich gebrauchen. Was ist das hier? Schwein? Weiblich? Männlich habe ich ja 2. 3 sogar. So. Dann machen wir folgendes. Dann gehen wir über das Management in den Schweinestall. Eine Verkaufsmarkierung dran. Ich weiß nicht, ob das denn irgendwann verkauft wird. Jetzt haben wir nochmal 900 ausgegeben, jetzt haben wir bloß noch 500.
Auch nicht so wahnsinnig viel mehr, ne? Also da könnte dann schon wieder so. Ach so, jetzt müssen wir erst so in die Richtung. Naja, guck mal hier, er hat hier ein Roggenfeld. Geht im Winter aber ganz schön hoch, der Roggen hier bei ihm. Na gut, kann ja auch passieren, sowas. Aber ein weibliches Schwein brauchen wir natürlich. Ein männliches und weibliches. Wir müssen auch noch ein männliches Huhn irgendwo herbekommen. Damit wir dann bei den Schweinen, bei den Hühnern auch sozusagen eine. Einen Zuwachs erwirtschaften können. Da ist der lachende Fuchs wieder. Hier haben wir noch eine Klippe. Irgendwo haben sie eine Klippe hinzugefügt auf der Karte, soweit wie ich das mitgekriegt habe. Wer weiß, was noch so alles. Da ist ein Bison. Mehrere Bison. Die Mehrzahl von Bison, eigentlich Bison? Bisontes? Bisonte heißt ein Panzer bei noch so einer. Na ja, dann mittendurch. Entweder habe ich jetzt ein paar Haken oder ich. Komm durch. Höre ich nichts hinter mir? Ja, eine sah so aus, als wenn es zu mir wollte. Ist aber ein Baum hängen geblieben, glaube ich. Mal gucken. Ne. Gut, dann haben wir das ja schon mal gut überlebt. Jetzt muss ich die andere Näherin hier oben erstmal davon überzeugen, dass das ganz toll aussieht. Ich bin am Wasser unten, wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Ich wollte da hinlaufen, habe den Weg genommen, wollte hier abkürzen. Also so war der Plan. Ich dachte, ich bin hier den Weg angekommen. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Naja, gut. Eieieiei. Naja, ich und Orientierung, ne? Das Wildschweinchen. Wie ich denn das jetzt hingekriegt? Naja, ich wollte mein Dorf sehen wahrscheinlich. Also, verlaufen kann er. Vielleicht auch noch? Oder nicht? Ah, Mann. Hat aber auch nicht leicht. So. Noch ein bisschen Fell gekriegt, bisschen Leder, bisschen Schwein. Jo, ne, dann müssen wir uns aber wirklich was überleben und verkaufen können in Mengen. Also ich meine, dann ist ja fast eigentlich schon Licht, dass ich wieder Roggen verkaufen muss und irgendwie kein Mehl machen kann, keine Fleischpastete. Ja, oder halt eben wirklich den ganzen Stroh denn in der Näherei dann zugutekommen lasse und dann mal gucken. So, meine liebe Questdame. Leopolda! Nee. Naja, komm, hast du einen Moment Zeit? Du bist in die Jagd eingestiegen, hast du einen Moment Zeit? Ja, gut. Wo ist denn hier die nähere Tante, die ich suche? Ah, da. Steht in ihrer Näherei, die junge Dame. So, hallo. Du. Lobomira. Ich bin zurück. Was hat sie gesagt? Hat sie endlich zugegeben, dass ich besser bin? Nicht ganz. Sie wollte, dass ich dir etwas zeige, was sie hergestellt hat. Ich will ihre Schreck, glaube ich, gar nicht sehen. Sag mir, welche Arbeit besser ist. Haha, ich wusste es. So. Gut, Quest abgeschlossen. Heieieiei. So. Aber ich glaube, ich habe jetzt nur den Materialien erhalten und keine Punkte, oder? Kann das sein? Journal. Doch, ich habe Punkte. Ah. Und ich habe auch noch im Inventar jetzt so irgendwelche Schuhe. Jede Schuhe habe ich im Inventar. Sehr schön. Und ich habe. Ja, die Pelzhaube habe ich nicht mehr im Inventar. Okay. Na gut. Ist ja nicht weiter schlimm.
Ja. So. Wir wollten ja jetzt ein bisschen spitze Hacke machen. Ein bisschen in die Mine gehen noch. Gut, jetzt ist die Folge auch schon wieder 30 Minuten alt. Verdammte Axt, wieder viel zu lang. Ich krieg's nicht hin. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich richtig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wir haben da einen Baumstumpf. Ich dachte, da ist schon wieder ein Bär, aber nein. Und gehen jetzt hier in die Mine hinein. Wir haben noch einen Slot frei für den Bewohner. Das ist auch noch sehr interessant. Ich gehe jetzt mal vorher was trinken und was essen nochmal. Und was haben wir noch geschafft? Na, das war eigentlich, das ist erstmal so das Grobe, ne, was wir geschafft haben. So. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.